Wir sind jetzt hier gerade an einer Vorbereitung von einem Online-Meeting. Und wir haben eine spezielle Situation, dass Leute im Raum werden sein nachher, also mit mir da, mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Und dass im Hintergrund sehen Sie gerade, Olivia online ist und ein paar andere Leute online werden sein. Und wir werden die Präsentation zusammen bestreiten. Und das heisst, ich werde dann da, das PowerPoint ist ein Element, aber auch eine Live-Demo ist ein Element. Und ich werde da einen Teil von der PowerPoint-Präsentation die Olivia machen lassen. Und ein kleines Detail, das glaube ich noch spannend ist für die Leute, ist, dass man die Steuerung übergeben kann, so einem Teams Online-Meeting. Und die Steuerung übergebe ich ihr. Dann kann sie quasi mit ihrem Maus zeigen, wenn ich das gemacht habe, kann sie eigentlich sehr schön Sachen zeigen, die sie sonst, wenn sie jetzt hier vor Ort wäre in dieser Präsentation, würde von Hand zeigen, so wie ich jetzt das hier mache. Also versucht das mal, wenn ihr zusammen jemanden habt, der zusammen ein Online-Meeting macht, ich das jetzt hier gerade zulassen, ihr seht es jetzt vielleicht gerade schnell. Seht ihr da das Mannsgöckli? Ich kann ein bisschen näher ran, seht ihr das Mannsgöckli von der, das Köpfchen von der Olivia? Sieht doch super aus. So sehen alle Leute, sowohl draussen, die online teilnehmen, als auch die, die hier intern teilnehmen oder auch vor Ort teilnehmen, sehen, was sie zeigen wollen.